Moin. Kicken. Hallo, 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 ha. Ach, da. Ich suche jetzt mal die, wie heißt er, die Stimme. Genau. Hör auf die Stimme. ASPS Season 3 Spieltag 2. Ich habe so gar keine Lust gehabt auf das Teambuilding. Also wirklich so null. Ich habe locker eine Woche dran gesessen. Das ist für meine Verhältnisse verdammt lange. Und wir müssen übrigens gegen Ochs. Ich will mal Seebock sagen, weil ich den nur so drunter kenne. Aber Ochs. Wir haben Ochs als Gegner. Und in der Kadervorstellung habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, dass meine Spezialverteidigung ziemlich schlecht ist. Also, wahrscheinlich, wenn ihr die Monster natürlich kennt, so von den Grundwerten her. Und er hat da so ein Falldach. Der faltet mich auch komplett zusammen, um genau zu sein. Ja, er hat nämlich Eisenfalter. Und die Typenkombination plus die Coverage, die das Ding besitzt, da habe ich wirklich gar nichts gegen auszusetzen. Und selbst Mola muss drauf gucken, was er macht. Wenn ich das jetzt so sage. Und das wird schwierig. Aber das ist ja nicht nur das Hauptproblem. Also eigentlich schon, aber wenn er sein Legends nicht mitnimmt, kann da noch so ein Pelefin stehen und ein Ting Lu. Zusätzlich hat er im A ein Clefable, was eventuell Magic Guard oder Unaware ist. Und wenn er das ST nicht mitnimmt, ist okay. Hat er ein Dialga. Was ebenso Items nutzen kann, wie ich mit meinem Spectrier. Bis auf den Adamant Kristall, sodass er halt zur Urform wechselt, aber er darf den anderen Orb spielen, also Adamant Orb, den aus Gen 4. Und ja, ich habe keine Lust dagegen. Ich habe wirklich keine Lust dagegen. Aber naja. Nichtsdestotrotz müssen wir langsam mal hier auf Online-Turniere gehen. Hat mich jetzt noch nicht angeschrieben. Kann euch ja so langsam mein Team sagen. Ich habe Spoiler das Legends wieder mitgenommen. Aufgrund dessen ich offensiv gesehen natürlich auch erstens schneller bin, wenn die Motte kein Scarf ist. Und ich sag mal defensiv gesehen, es einigermaßen noch ein Hit tanken könnte. So ein Specs Overheat tut halt immer noch weh. Ich habe hier 124 Speed Investment mit 80 HP. Also hört sich richtig verrückt an, auf jeden Fall. Und habe einen Ebel plus Mudshot. Der sollte eigentlich ohne Boost killen. Zur Not haben wir immer noch einen Nasty Plot und er hat halt ein paar bestimmte Mons, wogegen ich mich natürlich setupen kann. Wenn er nicht sowas wie Wirbelwind spielt und so ein Ratz und ja, oder Taunt, fast Taunt. Aber wir müssen eigentlich wirklich nur auf zwei Mons aufpassen. Das sind legit, also wenn er jetzt kein Scarfer spielt, das sind legit einmal Neuwan. Das ist schneller als mein Pferd, weil ich mich auf die Motte halt gespeakrewt habe, weil ich unbedingt die anderen Werte in der Defensivwerte halt so brauchte. Und Meloetta, wenn's erst sich in einer Kampfform, deiner Pirouettenform verwandelt hat, da ist es ja sein schnellstes Mount Overall mit 128. Sonst hat sie eigentlich nur 90. Aber um Meloetta soll es jetzt hier auch erstmal gar nicht gehen. Das Ding ist einfach nur fett. Ja, das ist einfach nur dick und das ist doch das einzige Mon, was wirklich in dem Spectre reinkommt, wenn es auch plus 3 ist oder so, locker. Ich habe kein Dark Pulse drauf. Naja, nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt hier
ein bisschen beeilen, er hat auf jeden Fall geschrieben. Wir haben, wie gesagt, wir haben Spectre bei mit Expert Belt, Nasty Plot und 3 Moves. Wir haben Spidef AV mit bisschen Offensivinvestment, Elefant. Also, Elefant, wie heißt er? Koparaja, Patinaraya. Und der nimmt seinen Terra-User schon ganz gut weg, das ist nämlich Neuban. Zur Not kann der auch ein anderes Mon so ein bisschen softchecken, zumindest meiner Meinung nach. Also wie Dialga, komplett speziell offensives, wie heißt das, Pelifan, wenn der keine Aurasphäre oder F-Blast drückt in dem Moment, wenn er so ein Boomburst-Set ist oder so. Und ja. Meluetta kann er halt nehmen, wenn er halt kein Close Combat spielt. Focus Blast ist halt auch noch so ein Move. Und wir können halt Knock-Offen. Aber Hauptaugenmerk ist Patinaraya für Neuwa natürlich. Dann haben wir Adamant Scarf, Rillaboom. Der soll einfach nur Wurteilmann ohne Ende. Box Tinglu nicht um. Nur Adamant Band boxt den tatsächlich um. In auch Fist Death, glaube ich, macht sehr guten Schaden dagegen. Sonst, wenn der Spidef ist, ne, sonst mache ich den trotzdem noch so gute 70%. Natürlich mit Wurteilmann. Dann haben wir ein Adamant Scarf. Esprit ist mehr so da, um Meluetta ein bisschen zu countern, noch offensiv am Knock-Off-U-Turn so reinzudrücken. Das macht schon gut Schaden. Und ebenso die Motte offensiv nochmal Druck zu machen. Rillaboom übrigens auch. Ich wollte Bulu sagen, aber ist ja leider nur Rillaboom. High Horsepower habe ich drauf und das knockt den halt auch aus. Dann haben wir das Auto bei Knabbertox. Der soll eigentlich dabei sein, um zu Parting Shotten, Hauptaugenmerk. Und vielleicht eine Toxic auf Clef zu geben, wenn es unaware ist. Sonst boxe ich den natürlich auch mit einem Gangshot um. Weil wir haben ein bisschen Offensiv-Investment, wir haben Full HP, Speed Creep auf irgendeinen Mon, auf einen Base 60er. Müsste das gewesen sein und haben dann dadurch. Ja, gute Chancen. Also das einzige Mon, was wirklich reinkommt, ist halt Tinglu. Aber den möchte ich gerne toxicen in dem Fall und kann dann halt Parting Shotten und kann dann halt in Rillaboom gehen oder sowas. Oder halt vielleicht noch in Mola. Das ist unser letztes Mon. Das ist komplett Spidef AV. Das ist eigentlich so ein, ich sag mal, eine Todsünde, meiner Meinung nach. Und das ist aber trotzdem noch mein, ich sag mal, Softcheck. Je nachdem, ob er Specs oder nicht ist, mit der Motte, kann ich Mirror coden. Und ich heile mich halt mit Regenerator halt wieder hoch. So. Ja, sonst habe ich 3 Wassermoves, also gegen sein Watertype macht der halt absolut nichts. So, aber halt so die also er hat halt Pelifan, ne, und Pelifan, ne, da mache ich halt wirklich gar nichts gegen. Und Pelifan habe ich generell auch nichts dagegen gebaut, weil es gibt wirklich gefühlt wenig Switch-ins dagegen. Und da muss ich wirklich offensichtlich nur reinbuttern ohne Ende, was das Zeug hält. Ja, das war so mein Team. Übrigens, die 80 HP-Investment reichen aus, um nicht von einem Adamant Band Jet Punch zu sterben. Jo. Mhm. Nur so als Info. Dann würde ich sagen, dass das jetzt eigentlich gleich losgeht. Ich. Ach, warte, er hat geschrieben, sofort Anmod. Okay. Dann macht er wahrscheinlich noch seine Anmod und ich bin jetzt erstmal so lange weg. Oder, keine Ahnung. Wir können ja schon mal suchen. Ups. So. Gegnersuche. Ich bin so gespannt, was das wird. Also,
Ich habe Sachen gehört, das wollt ihr nicht wissen. Wir haben letztes Mal gegen Ox gespielt, das war eine UDTR übrigens. Da haben wir jetzt eventuell verloren gegen einen Einrollen Zapplerang. Das kann er rein theoretisch dieses Mal wieder machen. Aber wir haben meiner Meinung nach jetzt genug Offensive, um seinen Sub zu breaken. Ja. Daher sollte das ja passen. Aber ich denke mal, wir sehen uns gleich. Also ich drück kurz auf Pause. So. Es geht weiter. Es geht los. So ist. er sucht auf jeden Fall schon. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Lust, keine Lust, keine Lust. Ja, ja, ja. Gegner wurde gefunden. Ach du Heilige. Gar keine Lust. Das schon mal gesagt. Er hat... Okay. Das sehe ich ein. Er hat Neuwan. Er hat Timu. Er hat Clef. Er hat die Motte. Lucario könnte noch tatsächlich gefährlich werden. Er hat Lucario und Pelipper. So. Ich könnte meiner Meinung nach mit Mesprit liegen. Bin ich der Meinung. Oder? Da der Scarf ist. Der ist gespeedcreept auf einen Fußball-Neubahn. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sowas wie Lucario sofort reinruft, Denglo sofort reinruft oder sowas. Und da kann ich halt immer nur U-Turn draufdrücken. Ich habe einen Drain Punch drauf auf Dings und der kann mir halt nur mit Medium Mash oder sowas. Ja. So. Wir haben Mesprit. Oh, es gibt was. Pinky und normales Lucario. Ich mache so ein Sword Sense Set. Würde mir sogar, boah, 75% minder Damage machen. Also 74. El Scissor ist das Ding. Ist Clef. Ja, ist okay. Ist okay, meiner Meinung nach. Er weiß auf jeden Fall nicht, dass wir Scarf sind. Ganz einfach. Oh. Ich würde gerne mal in den hier gleich gehen. Ja, wenn der jetzt auch sofort stirbt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Seebox, ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Du spielst Rocks? Ist das dein Ernst? Ach Mann! Och, ich konnte mir das schon an. Er spielt normalerweise sowas nicht. Kann ich euch so mal so, ne? Aber wir haben jetzt keine gute Tarnsteinschwäche da. Das ist schon mal okay. Er hat Rocks auf Clef. Und Lefties. Ja, nur noch 30 Sekunden. Er kann eigentlich nur noch Tinglu reinwerfen, meiner Meinung nach. Und... Ja, wir können einfach Free Mülltreffer drücken. Ja, drücken Free Mülltreffer. Toxic wäre natürlich besser. Shiny Star. Könnte Ding nur sein. Genau. Das ist Dings. Mülltreffer trifft. Ja. Und jetzt drücken wir eine Abgangstirade. Und gehen raus.
könnte jetzt vielleicht nochmal Spikes legen oder sowas. Aber der ist jetzt, glaube ich, in einer Range, wo der Woodhammer killen könnte. Eventuell. Dieser spielt einfach Rocks. Es ist doch so ein Rotz. Genau, Abgangstirade kommt. Ich denke mal, er kann doch sowas wie Wirbelwind spielen, also ein Rotz. Genau. Können den gehen. Woodhammer nimmt die Motte ziemlich gut. Neuwahr natürlich auch. Dadurch könnte ich einfach Kehrtwelle drücken. Ich könnte aber auch einfach in... Ja, da ist der Dark-Type schon ein bisschen doof. Der muss healthy bleiben, auf jeden Fall. Also ist es am sinnvollsten, in Rillaboom zu gehen. So. Er drückt Verderben. Das ist so. Ja, sehe ich. Verderben. Wenn er drinnen bleibt, hat er eine Anti-Käferbeere. Anti-Raspberry. Oder halt vielleicht sowas wie Dings. Wie nennt man das? Es ist natürlich doof, dass er jetzt gar bleibt, oder? Aber, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Oder er kann natürlich auch Weakness Policy haben, so ist nicht. Aber er ruft zurück, das ist super für uns. Und Belmont kann ja bloß Neuwand sein. Sag ich doch. Schnüffler. Ja, bitteschön, dass du meinen Scarf hast. So. Dafür haben wir das Ding mitgenommen. Nämlich Patina Raya. Patina Raja. Und ist natürlich vollgeheilt. Knuddler wäre jetzt natürlich richtig gut. Aber Eisenschädel oder Knockoff wäre natürlich umso besser. Ich meine, Tinglu will jetzt auch nicht in den Knuddler reinkommen. Das beste Mon ist natürlich die Motte. Und ich bin der Meinung, ich drücke eher schon Knockoff. Er macht den meisten Schaden mit einem Flammenwurf, kann ich euch sagen. Und Knockoff ist natürlich ziemlich gut, um irgendwelche Items halt abzuschlagen. Wie gesagt, gegen Pelipper muss ich halt gucken, aber er muss den erstmal wieder rauskriegen. Und er drückt U-Turn, das ist super. Und je nachdem kriege ich jetzt ein Item weggeschlagen. Also ich kriege so oder so jetzt ein Item weggeschlagen. Und das freut mich dann auch. Jo. Parsifani. Gott, wer war das denn? Ja, das sehe ich. Oh, warte mal, Redlichkeit. Er hat Redlichkeit? Okay, never mind. Leben auf hat er. Okay, wir haben schon mal den Live-Orb weggeklatscht. Aber er ist jetzt trotzdem auf plus 1. Lorb. Ist weg. Ich bin der Meinung, wir müssen halt schon in den gehen, weil er wird so oder so C10. Oder warte mal, Media Mesh. Warte mal, ich kann eigentlich in den gehen, oder? Er wird Media Meshen. Daher kann ich eigentlich in den. Und Pixie kann ich immer noch mit denen aufhalten. Also das, ne? Ich bin zwar langsamer als das Lucario, aber ist nicht so schlimm. Er drückt SD weiterhin. Ist das ein Scheiß Ernst? Soll aber meiner Meinung nach nicht so schlimm sein. Soll nicht so schlimm sein. Wir drücken auf jeden Fall Pferdestärke. Und er muss... Ja, er muss das Speed, er muss den Speed-Tie eingehen. Er muss den Speed-Tie eingehen. Er muss den Speed-Tie definitiv eingehen.
Oder auch nicht. Ein Cross Comet knockt mich natürlich um. Also er hat einen SD-Nahkampf, okay. Ist okay, sehe ich ein. So, hat SD plus Nahkampf. CC. So, das beste Mon ist jetzt tatsächlich das Pferd. Jetzt muss ich gucken, wie viel Schaden machen wir jetzt mit dem Lebensschuss. Weil wir dürfen es uns nicht erlauben, zwecks des E-Speeds. Zack. Matschat macht so viel. Verdammt. Es könnte nicht reichen. Es könnte nicht ganz reichen, tatsächlich. Aber dann können wir Grassy gliden. Er hat Patronenhieb. Stimmt. Oh, das Leben hier noch gut. Super. Oh! Stimmt, er hat durch den CC. Gönnung! Egal, egal, egal. Spectre hat übrigens seinen ersten Kill. Wir sind zwar nur auf plus 1. Nur auf plus 1. Und er kann jetzt eigentlich nur mit dem Scarfmon. Oder, na gut, er hat ja Jet Punch auf Dings, ne? Auf Pelifin. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das normale Pelifin uns killt. Wir haben 81 HP. Pelifin. Hero Choice Band. Killt natürlich das normale, das große, aber das kleine. Wir sind bei. Ja, gut, das kleine wird uns, wenn es Element Band ist, natürlich auch killen. Ox. Ist natürlich der Fisch. Der Delfin. Und wenn das Graf ist, wird er natürlich auch Flip Turn, denke ich. Ist das Pferd hier noch so schön wichtig? Er könnte Team Blue nochmal ein bisschen Schaden reindrücken. Iron Moth könnte auch noch ein bisschen was machen. Denke aber, das müssen wir leider sterben lassen. Oder? Wobei, wir haben noch den. Wir haben den. Wenn er Flip turnt, ist es super für uns, meiner Meinung nach. Jupp. Ich weiß nicht, Flip turn macht genauso viel. Also, wird uns killen, wie gesagt. Und wir kommen noch einmal auf Steine rein. Düsenhieb. Ja, super. Super. Perfekt. Das ist richtig gut für uns. Er kann natürlich drinnen bleiben, aber es macht für ihn keinen Unterschied. Und er kriegt jetzt nur Neuwahn rein und Clef. Wir gehen jetzt auf eine Rollwende. Dadurch kriegen wir wieder Switch Advantage. Scissor war Pixie. Kriegt ein bisschen Schaden und wir heilen uns wieder hoch. Kommt der rein? So, Elefanto. Denk mal, dass er auch sowas wie Wish spielt oder sowas, keine Ahnung. Iron Head ist natürlich wichtig. Der wird den, glaube ich, sogar umboxen. Roger, Rusty und Clefable, oh, Utility als Beispiel. Nehmen wir mal ihn. Wird ihn nicht umboxen, aber ne, macht halt schon gut Schaden. Und wenn er nur Moonblast hat, macht er uns nichts. Also wirklich gar nichts. Er macht Max Damage 8,7. Und ich denke, wir machen wieder mit Knock of das meiste die meisten Progress. Ja. Wahrscheinlich ist das Tengdu. Der kriegt das Item back. Das ist super. Und das ist das. Eine Offensivweste. Okay, dann ist der Spidef. Der war AV. Okay, die ist weg. Das heißt, er hat nur offensive Moves. Um genau zu sein. So, können wir rein, theoretisch. Er wird wahrscheinlich Verderben drücken. Oder EQ.
Ich will's mal riskieren. Wenn das Feldnetz natürlich drauf geht, ist es nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ich denke mal, wir können das noch irgendwie drumrum spielen. So. Er drückt EQ. Das ist okay. Kriegt den nur ein Kill. Und dann hat er noch EQ. Bestimmt noch so Crunch oder irgendwie sowas. Storch Up. Wie viel machen wir mit einem Grassy Glide? Bestimmt genug. Ich glaube, den beiden in Kombination könnte ich sogar was machen. Wenn ich U-Turn into Flip-Turn drücke. Oder hier U-Turn into Dings. Ja. Ich gehe mal ein paar Dumms, sicherheitshalber. Weil dann force ich wieder Neuwan rein. Nein. Oder ich drücke einfach straight up Woodhammer. Er will bloß die Motte reinwerfen. Ich gehe mal straight für den Woodhammer. Der hat zwar 2 vierfach Resistance gegen Grass, aber ich denke nicht, dass er das jetzt eingehen kann. Ich habe High Horsepower. Muss er bedenken. Er wollte das mal selber haben. Okay, gut, er wirft echt raus, ja? In was? Belmont. Oh ja, ja, ist okay. Dadurch kriegen wir nicht so viel Recoil, das ist super. Aber der kriegt aber auch gut Schaden. Und er weiß halt nur, dass das Ding halt Scarf hat. So. Ich hätte noch irgendwie einen anderen Move hier draufhauen sollen. ja. Wir bleiben definitiv nicht drin. Er kann jetzt U-Turn. Na, dann switch advantage, aber ist nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Hurricane, perfekt. Und der misst den auch noch. Super. Das ist richtig gut. So. Jetzt gehen wir straight für Knuddler. Weil er wird... Der ist choice. Shiny Star kommt rein. Wenn wir treffen, kriegt er jetzt erstmal schön Knuddler ins Gesicht. Super. Macht okay einen Schaden. Wie schnell ist der? Von Haus aus schneller. Und er hat EQ. Grassy Terrain ist draußen. Können wir ruhig. Können ruhig einmal drinnen bleiben, bin ich der Meinung. Können nochmal. Ja gut, er hat keine 40% gezogen, ne? Macht das Sinn jetzt nochmal trotzdem noch, er kann trotzdem noch High Horsepower spielen. Daher. Könnten wir in das Ding gehen? Ne, in das Ding drücken Rollwände. Oder Aqua-Durchstoß. Na, wo er Rollwände macht mehr Sinn. Wenn er uns ruiniert, sag ich jetzt mal, verdirbt. Nicht schlimm. Er drückt EQ. Alter, was? Wie dumm bist du denn? Super, dankeschön. Danke. Ein Maulheit macht auch dem ein bisschen Schaden. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Joa, können jetzt hier Aqua durchstoßen zumindest, ne? Kommt halt Pelifin wieder rein. Kann aber auch noch eine Rollwende drücken. Er bleibt drin. Super. Er wird jetzt auf jeden Fall Verderben drücken. Mhm. Dann können wir in den gehen.
Wenn er Throat choppt, ist nicht so schlimm. Wir haben Drain Punch. Er drückt Verderben, ja. Okay. Der Spread hat. Ja, er macht halt so wenig. U-Turn macht okayen Schaden. Ablight-Tip. Drück mir Ablight-Tip. Denke ich mal. Aber eigentlich könnten wir Ablight-Tip. Ja, wir könnten straight up Ablight-Tip, bin ich der Meinung. Er hat Steinkant. Okay, Stone Edge hat er noch. Okay. So. Dann bleiben wir drin. Er kann jetzt rauswechseln in Clef oder so. Wischen. Aber der ist in der Range, wo jeder Grassy Glide auf jeden Fall killt. Ja. Wir heilen uns auf jeden Fall hoch. Es ist so. Pixie, ja, super. Kriegen jetzt vielleicht 3 KP oder so. Wir haben 111, jetzt haben wir 3, oh, 22, nicht schlecht. Er muss wischen. Genau. Er muss auf jeden Fall wischen. Ja. Kopperaja. Tinglu. Ironhead. Ironhead ist, ist der einzige Move, der wirklich mit Schaden drückt. Also kann ich jetzt free Ironheaden. Ja. Der macht 25% und der ist unter 25%, bin ich der Meinung. Er wirft, geht raus. Bin Shiny Star. Weiß auch nicht warum. Ist tot. Okay, perfekt. Egal, nehme ich sowas von. Ich habe so Angst vor Pelle, wenn nur noch Krokop. Ist die Motte. Trieb ist Spezialangriff. Okay, gut. Okay, dann ist er Specs. Also wie Specs. Iron Moth. Booster Energy. Und der hat. Okay. Fiery Dance wird so viel machen gegen den. Und. Overheat. Würde killen. Okay. Okay. Nee, ist nicht schlimm. Wir haben hier einen Mon, was da gerne reinkommen möchte. Er kann Energy Ball spielen. Wird da wahrscheinlich auch, aber er wird jetzt erstmal was anderes drücken. Sub. Mhm. Sub. Und Booster. Plus 1 Bett. Könnten Wasserdüse drücken und dann ist er weg vom Sub. Ja. Deshalb. Der Sub breakt auf jeden Fall.
Schlammburger. Das macht nichts. Das macht nichts. Iron Moth. Alle Mamola. Wie? Er hat. Liquidation macht so viel. Ich drücke jetzt eine Liquidation, ist mir scheißegal. Feuer. Was? Wie dumm ist der denn? Perfekt, dankeschön! Dankeschön! Nur noch Pelefant. Nur noch Pelefant. Ja! Oh, lol. Hat der... Der wird locker aus unserem Bulk-Upset sein. Ich hoffe nicht. Rollwende. Das Rollwende drücken? Ja, sag ich erst ab. Subjet Punch. Elephant. Psycho-Cut könnte reichen. Und Drain Punch. Ah, Jet Punch, genau. Fuck, das wollte ich jetzt noch gucken. Wie viel Prozent haben wir? 133 minus Shocks 93. 30%, wenn er... Okay, Leftovers. Leftovers ist okay. Ist der Sub-Bulk ab? Sub. Ich möchte auf jeden Fall den Sub weg haben. Und drückt Düsenhieb. Er ist offensiv. Okay. Pelican hat einen Kill. Dann wird der Drain Punch haben. Rillaboom hat 129. Er macht uns nichts mit einem Jet Punch. Und U-Turn würde ungefähr vielleicht breaken, eventuell, aber. Wie macht Drain Punch? Drain. Okay. So. Er würde. Wir haben 36%. Wir haben jetzt nur noch irgendwas, keine Ahnung. Und, ah, ich merke gerade. Ich helfe ihm jetzt gerade richtig. Ach du Scheiße, 85 sind 24%. Er würde uns nicht killen. Aber ich muss jetzt filmen. Für eine Grasrutsche gehen. Er hat Ice Heap. Ice Heap, okay. Ice Heap. Ice Punch. Pelifin macht jetzt natürlich ein paar Kills, das nicht. Na, also ich habe, wie gesagt, ich habe kaum was für Pelifin gehabt. So, hätte ich ja Jolly. Jolly gespielt, hätte ich viel mehr Bulk gehabt auf dem, so, so ist nicht. Ich hätte gerne noch einen anderen Move auf Mola gehabt, so. Und an sich müssen wir jetzt aber in ihn gehen, der eigentlich alles noch regeln muss, meiner Meinung nach. So. Also die Motte hat wirklich, war wirklich kein Problem. Pferdestärke, Abschlag, Knuddler.
Eisenschädel, wir machen Knockoff erstmal. Er kann Drain Punch haben, Close Combat, irgendwie sowas. Vielleicht ist er einfach nur sub-offensiv mit 3 Attacks oder so, oder, ne? Kann durchaus sein. Oder sub-Bulk ab mit Jet Punch, Ice Punch, irgendwie sowas. Sag ich doch. So. Also hat er nur Jet Punch und Ice Punch. Super. Protze. Das kann man eigentlich noch knuddeln. Oder wartet? Ja, wir haben halt. Könnte Mola Konter? Wäre es over gewesen, meiner Meinung nach. Jo. Er hat hier natürlich gewonnen. Keine Frage, ich mache halt nichts mehr. Außer wenn ich jetzt einen Crit bekomme. Er kann jetzt nur einen Jetpunch drücken und er ist over. Jetzt hätte ich lieben gerne einen Power-Up gehabt, der hätte den aus dem Leben geschallert im Grassy Terrain. Aber leider hat er kein Power-Up mehr. Das wäre so strong gewesen. Hätte mir Power-Up. Ja. Sub. Ich weiß auch nicht, warum du Sub drückst. Ox, du hast gewonnen. Aber nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte. Also, sagen wir es mal so, wären wir an Pelifin durch vorbei noch gekommen. Wir hätten das Ding meiner Meinung nach geholt. Corporage hätte das locker flockig die anderen beiden noch aufhalten können. Keine Frage. Also ich bin mit dem Ergebnis zwar nur 3-0, sprich wir starten jetzt 0-2 in die Liga. Ich bin aber zufrieden. Er hatte meiner Meinung nach echt Probleme gegen mich. Wirklich das einzige Mon, was wirklich stark jetzt war, im Endeffekt ist halt Pelifin. Weil die Motte hatte wirklich jetzt nur noch Specs und er hat gerade mal Feuerring Schlambo gehabt und Sub. Junge, was? Das war eindeutig nicht das Set, was er hätte nutzen dürfen. Ja, verfehle ich den Knuddler auch. Mach jetzt, los. Junge, ist doch gut jetzt. Mola ist bedeff, sei froh. Ich mach den nichts mehr mit Mola. Kann der Konter? Eigentlich nicht. Naja, leider nicht. Aber was kann der, sodass ich sagen kann, ich mach den Schaden? Eigentlich nichts, oder? Junge, ich hab Scale schon. Wie geil ist das denn? Ja, ist es so. Ein Rocky Helmet wäre noch gut gewesen, denke ich mal. So ein schöner Rocky Helmet oder so auf dem. Aber ich brauchte wirklich nur Düsenhieb. Ist ja mal ein Wunder, dass du mich jetzt killst. Oh, super. Toll. Pelifin, 20. Kill. Nein, Spaß. Oh, was ist das denn? Und Aqua durch DOS. Junge! Jetzt ist doch mal langsam gut! Ich spiele eine Dreiviertelstunde! Ach. Ach, break ich den jetzt? Wie geil ist das denn? Jo, oh lol, da war ja nix. Da war ja gar nix macht der. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Dass es wirklich nicht so ein schlimmer Kampf war. Ehrlich gesagt. 3-0 verloren, okay. Ist okay. Jetzt muss ich die nächsten Spieltage gewinnen. Ich hätte jetzt eins einstellen können, ja, aber ich meine, bin der Meinung, ich habe dieses Mal ziemlich gut gespielt.
Vielleicht hätte man noch ein, zwei andere Sachen machen können, aber ich bin der Meinung, ich habe gut gespielt. Er hat ziemlich safe eher gespielt als alles andere und jo, bin ich overall zufrieden. Naja, nichtsdestotrotz. Ich sage, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.